Nannybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.nannybuy.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Nannybuy. Los, ich höre nichts von jedes Los. Ich. Ja, das ist Casey Rebel ist da. Das Meer-Thema. Sagt Sarah so. Fragen. Kennt ihr nicht Casey Rebel? Platz soll direkt. Friedhof, schon mal graben. Friedhof. Und stockendes Stück Brot mitnehmen, ja. Und auf den Sarg setzen und warten. Einfach. Und warten. Irgendwas, irgendwann kommt's. Irgendwann kommt's. Liebe Grüße. Normal. Normaler Sage. Normal. Eigentlich bräuchte ich einen Asiaten hier, ne? Ja, wieso? So, Dings, wie ist dieser scheiß Film? Jackie Chan. Nee, der Film, nicht der Rush, Rush Hour. Rush Hour. Rush Hour, wir sind Rush Hour. Wir sind Rush Hour, findest du nicht auch? Ein bisschen. Nur in anders, inkorrekt. Rush Hour inkorrekt. Weil kein Afroamerikaner, kein Chinese, wir sind Afrikaner einfach. Afrikaner, Afrikaner. Du bist auch besser. Afrikaner. Besser, Nordafrika. Nordafrika. Was ist Nigeria? West African Bombination, Kombination. Kombination. Right now, Maximum Respect TV. Wir sind drauf. Boah. Du immer, oder? Ich bin nicht drauf. Nur jetzt. You know what I'm saying? Me, I just relaxed to the maximum. You just doing this show now. Called Many By. You're on Babylon. The right station. You're on the right, how you call? You URL, eh? You web address. The website. The website. Yeah, brother. Allora, va bene. Wir sind da kommen, ich bin heute ein bisschen Italiano. Allora, weil die Italiener machen immer eine E am Ende von jedem Satz. Aber man nimmt dir die Rolle nicht ab, Bruder. Weil ich bin nicht richtig Italiener. Balotelli, Bruder. Aber der ist doch so, der ist doch mit Arme so stabil. Ich bin auch Balotelli. Was willst du? Ich bin Balotelli, ich bin Sizilianer. Fast nah dran. Ganz nah dran. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier auf Nannybuy.com. Unsere Sendung heißt Music Deal, in der wir Deals vermitteln. Besondere Deals, also geile Künstler beispielsweise, die dealen sowieso grundsätzlich mit nicht ihrer Musik. Mit ihrer Drogen? Musik. Nein, nicht mit Drogen. Woran denkst du? Ich weiß nicht. Die dealen, dealen mit ihrer Musik, die dealen mit den Fans. Mittlerweile sind das Multimedia, Social Media, Businessmen, die verkaufen Kopfhörer. Also Dr. Dre, 50 Cent, ja? Casey Rebel am Start, Farid, alle. Guck mal. Alberto war auch schon hier. Alberto, hat, aber der hat keinen Kopfhörer. Ja, aber der ist auch ein Typ, so. Ja, der verkauft. Der ist auch Balotelli in anders. Der ist Balotelli. In anders. Der ist Monster. Ne? Ohne Ball. Ich wollte ihm eine Rechte geben, aber ich gedacht, vielleicht heute nicht. Du. Vielleicht heute nicht. Also die Sendung ist interaktiv, das heißt, ihr könnt mit uns interagieren. Fast wie bei Viva. Fast wie bei, wir habt jetzt, gibt's Viva noch? Ja, aber PayTV. Muss ja, glaube ich, glatt und voll, also ich will keine Wertung darüber abgeben. Seitdem wir weg sind, seitdem ich weg bin, sind die jetzt auch pleite. So, jetzt müsst ihr immer hier Nannybuy.com gucken, Music Deal, da sind wir am Start, jeden Donnerstag um 19 Uhr. Heute mit einem Nummer 1 Act. Ja. Numero uno. Ja, sogar. Ich glaube, in der gleichen Woche ist irgendjemand rausgekommen, wie im Superstar. Also, aber keine Chance. Ich glaube, Bruce Springsteen war das? Oder irgendwer war dagegen. Meinst du, in der selben Woche? Alle weiß es bestimmt, ne? Wer ist in der Woche noch rausgekommen gegen euch? 50 Cent. Bruce Springsteen. Und dann, 50 hast du, dann hat derjenige die alle abgehängt. Der ist auch einzige und. Und? Was? Und die bösen Onkel. Der ja, kauft doch eh keiner. Das ist doch Alter, eh so. Unglaublich. Konzertmusik. Kauft doch keiner CDs. Doch, böse Onkel geht immer auf eins im Album. Was ist denn mit dir? Das ist ein Wahnsinnskünstler. Haben wir schon erklärt, wie die Sendung funktioniert? Nee, ne? Weiß ich nicht. Machen wir gleich. Ja. Machen wir gleich. Haben wir schon gesagt, was wir bei Nannybuy sind? Hammer. Nannybuy. Music Deal vor allen Dingen. Music Deal. Aber, heißt die Leute müssen, aber die Leute, die jetzt schon gucken, die wissen ja sowieso, dass sie auf Nannybuy.com sind. Ne? Weil sonst würden sie das nicht sehen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Lieber nochmal. Nö. Das Interessante ist dann so, in so einer Live-Sendung kommt dann, wir haben das vorher geprobt die ganze Zeit, ja. Welche Kamera sind wir überhaupt? Da? Ach, da. So. Warum hast du kein rotes Licht? Der arme Mann hat kein rotes Licht. Und ja, die drei hat immer rotes Licht. It's all about the Benjamins, baby. Ja. It's all about the Benjamins. Du siehst süß aus in der Kamera, Mona. Ja. Jetzt haben wir doch die Stimme wieder hier. Hast du? Ich höre nichts. Hallo, ich hallo. Ich habe alles hier.
Wir machen jetzt mal eine kurze Tontechnik-Checkpause und ihr hört in der Zwischenzeit und seht einen Clip von dem Mann, der die bösen Onkels, Bruce Springsteen, 50 Cent, auf die Plätze verwiesen hat. Hier ist Casey Rebel featuring Summer Jam und Hyva. So. Und Big up, your black lad. Damit das... Ich euch mal. Geh mal auf die Seite. Ja, korrekt. www.manybuy.com. Nicht High One Buy, Many Buy. Many Buy, genau. Ist das nächste große Ding, also vergiss Google, Apple, Facebook, was soll das? Alles Schrott, Amazon. Amazon, Schrott. Google brauchst du noch. Zalando, lächerlich. Lächerlich. Many Buy. So. Das Geile hier ist, finde ich, du kannst einfach eingeben, was du suchst. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, was suchst du denn? Ich weiß nicht. Such mal. Was mache ich denn so? Guck mal, das ist ja eine Mischung zwischen eigentlich so wie Teleshopping, eBay, Skype, YouTube und Facebook. Das klingt schon so nach Chicks klar. Das ist, nein, mit Chicks nichts zu tun. Also ihr könnt beispielsweise von zu Hause aus, du hast zu Hause diese Fernbedienung. Ja. Bruder, du willst verkaufen deine Fernbedienung. Nochmal, die geht nicht. Die geht ja auch nicht. Und du sagst jetzt ganz einfach, ich möchte diese Fernbedienung verkaufen. Jetzt gehst du auf eBay, da hat einer ein Bild gemacht von seiner beschissenen Fernbedienung und stellt sie so dahin. Aber du hast eine Frage dazu. Du willst wissen, was soll dieser rote Knopf? Was soll das? Und jetzt machst du deine Kamera an? Webcam hat jeder. Guck mal. Ja, nochmal, ich will auch eine. Ja, nochmal. Ja. Und jetzt erklärst du, jetzt rufe ich dich an, so, sag Bruder, jetzt sagst du, guck mal hier. Fernbedienung von Marke so und so und der rote Knopf, der ist für diese Funktion, sag ich, Hammer. Gerade für Hammer, so Dings ist das geil, Kosmetikprodukte und sowas, weil da hat man immer so spezifische Fragen, die man nicht erklärt, stimmt. Zum Beispiel, du suchst eine Faltencreme, ne? Gerade in unserem Alter, du bist ja jung, aber ich brauche Faltencreme. Guck mal, Olaf Olas war gut, bis 35, 36 Sonnencreme. Danach. Sonnencreme, wichtig, nehme ich immer. Ich habe Sonnenschutzfaktor minus 17, ne? Und dann nehme ich Sonnenschutzfaktor minus 17, jetzt willst du auch wissen, wie kriegst du so einen schönen braunen Teint, ja? Oder du willst bis schwarz und willst wie Michael Jackson hell werden, okay. Gott sei seiner Seele gnädig. Und wenn ich das, sagen wir mal, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das kaufen will und ich habe noch ein paar Fragen, dann kann ich direkt über das Portal mit dir dann natürlich, reden. Das ist ja so, weil du direkt mit dem Verkäufer interagierst, der Verkäufer ist direkt vor Ort, du kannst deinen eigenen Channel machen. Oder du, beispielsweise, hey, Schucke, du machst deine eigenen Comedy-DVDs, ja? Ja. Du sagst einfach, pass auf, du kannst die rausknallen, kannst sagen, du kannst Konzerttickets verkaufen, ey, kommt auf meinen Schucke-Channel, die Leute kommen, das sagen, ist ja Hammer. Dann die ganze andere, das andere Zeug, der Witz ist alles Schrott. So Amazon Bruder, und so. Ist ja, du hast verstanden. Also ich meine nicht Schrott, Bruder, aber du kannst ja auch kaufen, aber das ist ja halt nicht so, du kannst ja nicht interagieren damit. Ja. Das ist ja wie, als ob du in den Laden gehst, du gehst nicht in den Laden. Ja, so. Du brauchst nicht mehr in den Laden. Du kannst direkt den Leuten reden, was willst du mit der Missgeburt vom Verkäufer? Boah, du hast Verkäufer, warum direkt Missgeburt? Der Arme. Was ist denn? Okay, gut, nicht gehen. Bruder, du musst immer dich in die andere Situation, in die andere Lage hineinsetzen. Ich war lange Verkäufer. Aber die andere Lage ist ja, da ist noch keiner drauf gekommen und wir haben das hier. Und wer ist drauf gekommen? Der Knopf. Frank Abi. Abi. Frank Abi. Ein Applaus für Frank Abi. Der Investor. Ja, Investor, ne? Taschen rein, voll. Alles rein, rein. Ja, und ich habe Frank gerade getroffen und Frank ist, hat irgendwie so gelächelt und hat so gemacht, was ist das? Und dann hat er Kontoauszug rausgenommen und dann hat er so gemacht. So. Weißt du, was der Frank mir auch letztens erzählt hat? Was hat er erzählt? Erzählt mir immer seine Frauengeschichte. Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Guck mal. Jetzt, wer sagt, super Überleitung. Ne? Super Überleitung, bla bla bla, immer dieses Zeug. Immer, mach mal, komm, Regie, mach mal hier auf Dings. Mach mal für Regie, Und die jetzt? Leute, die wissen sowieso, was jetzt kommt. Die wissen. Verstehst du? Mhm. Ja, die haben noch nichts gehört. Nee, warum ich das erwähnt habe. Casey hat ja noch einen Killer-Song, den haben wir heute zu Gast hier bei uns. Ja. Den hat der mit Kollega und ich weiß nicht, wie das heißt, Mayonnaise. Ma Joe, ich weiß nicht, wie er heißt. Ne? Ma Joe, ist das richtig? Ma Joe oder Ma Yo? Ma Joe, Ma Joe, Ma Joe, okay, korrekt. Casey Rebel, Kollega und Ma Joe, Egoist, Remix, haben die auch ein Video zu, das würde ich euch gerne zeigen. Buyaka, rausknallen. Sehr, sehr gut. Die Jungs von Street Cinema haben das auch gedreht, ne? Echt? Die machen den ganz, alle krassen Pop-Sachen machen die irgendwie, ja, habe ich jeden das Gefühl. Fall. Und die auch haben übernommen. Video, ne? Übernommene Sage. Ich finde es auch wichtig, gerade bei diesen Videoclips, wo viel Geschichte erzählt wird. Ne? Ja. Ja. Ich finde, das war vom Filmischen her, also sehr gut gefilmt. Voll. Und die Geschichte war schon ein Kleinod der abendländischen Musikkultur. Kann man so sagen. Guck mal, Bruder, red mal so, dass andere Leute das auch verstehen. Bruder, aber findest du nicht, dass das war doch so eine Geschichte? War Killer. War gut Killer. Ja, war Killer. Oder war das High One? Die Geschichte war Killer. Ich fand, nein, High One, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Ich fand gerade diese Bewegungen, die Tänzerin gemacht haben, das hat mich sehr inspiriert. Ja, ich habe gerade gehört, wir haben Webcam-User jetzt hier gleich zum Aber dazu brauchen wir ja... den Wichtigsten der Wichtigen. Sollen wir... Jetzt schon? Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, alles klar. Ist er schon da? Ja, ich weiß nicht. Wir schauen mal, ob er schon da ist. Der Helikopter ist gelandet, habe ich gerade gehört. Der Helikopter ist gelandet, ja. Ich habe auch eben irgendwie ein V8 gehört. Ich sehe schon Scheine fliegen. Scheine fliegen, ne? Guck mal, da ist er, da ist er, da ist er. Es riecht auch nach Geld hier. Ein riesen Applaus. Casey Rebel. Woo! Bei dir? Gut, gut. Korrekt. Pack mal auf. Pack mal aus, Sirene. Habe ich euch ein Trikot mitgebracht. Ein Heimann-Trikot. Hinten ist brutal. Nummer 10, Ivan. Und für dich natürlich auch, Mola, ne? Also ich bin heute in Spendierlaune. Guck mal hier, richtig korrekte Basis. Bei dir läuft, richtig, ne? Muss laufen. Wenn bei mir nicht läuft, bei wem soll laufen? Dann läuft keiner. Wenn bei dir nicht läuft, läuft bei keinem. Ja, so sieht's aus. So nicht anders. Ach, da bin ich, ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 1. Ja, danke schön. Wie fühlt sich das an? An der Spitze. Ja, Hammer. Killer. Wie soll ich das anfangen? Wer ist noch mit dir in der Woche noch mal gechartet? Mit mir in der Woche war 50 Cent, Led Zeppelin. Boah. Led Zeppelin. Wie lange machen die Musik? 20 Jahre oder so? Böse Onkels. Wen haben wir noch? Bruce Springsteen. Krass. Ich weiß nicht, ich hatte 25 Neueinsteiger. Wie fühlt sich das an, wenn du solche Leute abgehängt hast in so einer Woche? Wie ist das für einen selber? Ja, ist das dein erstes Album oder hast du schon vorher eins? Nee, das ist mein viertes Album. Okay. Das letzte Album war auf Platz 2. Okay, Hammer. Und jetzt haben wir die 1 geknackt. Ja, was soll ich sagen? Wie soll ich das anfühlen? Ich habe lang genug Zeit gehabt, um mich damit, mich daran zu gewöhnen. So sind die Zeiten nun mal. Es kommen 3, 4, 5 junge Burschen um die Ecke und rasieren. Machen alles platt. Rasieren, die richtig. Anderen müssen dann ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Ja. Krass. Mich würde interessieren, ich finde es ja so lustig, woher nimmst du denn Inspiration? Es gibt ja so ein paar Punchlines von dir, die sind ja extremst witzig auch halt. Ja, die Punch. Krass. Wie? Also die Punchlines, muss ich sagen, die sammle ich über das ganze Jahr. Mhm. Und nehme dann einfach die kurzen fürs Album. Da inspiriert mich nichts. Nee. Sondern da ist einfach nur, da habe ich einen hohen Maßstab an mich selber, lyrisch und auch vom Wortspiel her, dass ich einfach was Lustiges, was Entertainendes mache. Und all die anderen Songs, die vielleicht so ein bisschen deeper sind, da inspiriert mich einfach das Leben. Das, was ich sehe oder Dinge, die ich sehe von meinem Umfeld, von Freunden. Was meinst du mit deep, Bruder? Deep ist tiefsinnig. Tiefsinnig, so wenn Schmerz, sowas. Genau. Welcher Song auf dem neuen Album ist für dich der, wo du sagst, okay... Lieblingssong? Ja. Nicht Lieblingssong, sondern der Song, der dir am meisten bedeutet vielleicht, ne? Zu spät. Zu spät. Warum? Zu spät. Weil das ist was sehr Persönliches. Mhm. Und es hört sich... Darf ich fragen, worum es da geht? Zu spät ist... Den können wir gleich nochmal hören, ne? Ja. Stimmt, kriegen wir hin. Gleich reinspielen, ja? Genau. Zu spät... Also die letzte Zeile von den jeweiligen Parts ist immer... Merkt die eins, es ist erst zu spät, wenn es vorbei ist. Um Dinge, die man einfach versäumt hat, Dinge, die ich versäumt habe, weil ich jetzt vielleicht durch diese ganze Musikscheiße vielleicht ein anderes Leben führe, etc. pp. Meinst du, dein Leben wäre, sicherlich klar, wäre sehr anders verlaufen, aber in welche Richtung wäre dein Leben verlaufen, wenn du nicht Musik gemacht hättest? Ja, ich will jetzt nicht immer mit dieser üblichen Scheiße kommen, von wegen, ich wäre vielleicht... schlimm unterwegs gewesen, aber ich glaube, ich wäre schlimm unterwegs gewesen. Wir wollen keine Klischees bedienen, aber du wärst genau. Schlimm unterwegs gewesen. Nee, das nicht, aber ich weiß nicht, das ist es ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung das gegangen wäre. Aber du bist ja, ich meine, das ist ja auch viel Arbeit. Es ist ja nicht so, dass du einen Text schreibst, sondern du machst vierte Album. Wie lange bist du schon im Business jetzt? 6, 7 Jahre. Ja, dann ist ja viel Arbeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Und, das ist natürlich auch klar, dass wenn du die Energie in was anderes gesteckt hättest, jetzt wahrscheinlich auch erfolgreicher Arzt, Rektor. Genau, also am Anfang ist es halt so ein Hobbyding, ne? Mhm. Aber dann irgendwann nimmt das so Übermaß, diese ganze Arbeit, sodass du wirklich viel mehr arbeitest wie in einer normalen Arbeit. Mhm. Ich bin, keine Ahnung, ich bin 5 Uhr oder so eingeschlafen und bin 8 Uhr wieder aufgestanden und ich bin die ganze Zeit unterwegs.
gerade in so Zeiten, wo das Album gerade frisch rausgekommen ist. Ich sehe gerade, wir haben, sorry, ich unterbreche, wir haben gerade eine Webcam-Userin zugeschaltet, sehe ich gerade. Kann ich die sehen? Warte, ich, wenn die Regie das Bild hier sichtbar machen kann, was ich gerade sehe, dann können wir die sehen. Okay. Ich kann die hier auch mal... Hallo, 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 wen haben wir da? Hallo, hallo, wen haben wir da? Hallo, wie heißt du? Wir hören Sie noch nicht. Hi, Juan, rede mal. Hallo, hallo, hallo. Wir, haben wir den Namen von dir? Können wir Sie ansprechen vielleicht? Hm. Ah, ich sehe Sie aber. Ah, da, korrekt. Du, hallo, blondes Mädchen, das die Hände an den Ohren hält. Du hast eine Frage. Du siehst ein bisschen erschreckt aus. Sie bewegt sich auch nicht. Was für Geräusche, Sabe? Ist was, ist alles in Ordnung mit dir? Ja. Geht's dir gut? Ich glaube, ihr geht's. Sie bewegt sich nicht. Ach doch, sie bewegt sich. Guck mal. Hallo? Ja, sie bewegt sich langsam. Wie ist denn dein Name? Hast du einen Namen? Unbekanntes Fräulein. Sie ist ein bisschen verschüchtert. Fräulein! Sieht ganz niedlich aus, so wie so ein aufgeschrecktes Meerschweinchen. So, ich glaube, dass ihr PC ganz einfach zu langsam ist und dass die Verbindung vielleicht zu langsam ist und die Datenrate nicht ausreicht, damit sie jetzt eine Frage stellen kann, aber... Also danke, Leute, bitte nicht anmelden, nicht hier online kommen mit 56k Modem. Ja, DSL Minimum. DSL sollte schon drin sein. DSL sollte schon drin sein. Und auch nicht über 3G versuchen, funktioniert nicht. 3G besser als Edge, als E. Edge gibt es noch? Klar. Katastrophe. Richtig Katastrophe, sagen. Ihr habt ja gerade so Sachen erzählt, ne? Habe ich gerade mitbekommen. Ja. Mit, du hast irgendwie geschissen und dann hat bei dir irgendwie. Das ist eine harte Geschichte? Nee, aber so hart wie eure Geschichte ist das nicht. Aber einmal sind die Türsteher von so einer Diskothek zu mir gekommen. Mhm. Das war in der Türkei, in so einer Diskothek. Da war ich gerade im Urlaub. Und da haben die, meinten die so: Ey, dein Cousin, nimm den mal mit raus, der ist da gerade am Pissen. Dann gehe ich so raus und guck so, wo der vor der Disco hingepinkelt hat. Da sagen die: Nein, der hat in der Disco gewinkelt. Krass. Das ist hart. Aber hat ein Kumpel von mir auch mal gemacht. Aber der war, in der Disco gepinkelt? Ja, aber noch schlimmer. Der hat einen Kumpel da gehabt. Von seiner Ex-Freundin, der Freund war da. Ja. Und wisst ihr, wie ich Farid, nicht wie ich den kennengelernt habe, aber es war das dritte oder vierte Mal, da waren wir zusammen. Wir waren damals nur so auf Club-mäßig. Mhm. Wir haben uns in Clubs getroffen, damals im Prestige und hast du nicht gesehen, bei uns halt in der ganzen Umgebung. Und dann waren wir nachts einmal feiern und da meinte der so zu mir: Ey, guck mal, was ich jetzt mache. Dann ist er zu so einem Mädchen gegangen und meinte: Ey, willst du so einen Wodka Red Bull trinken? Meinte das Mädchen: Ja. Und wir haben an unserem Tisch zwei Flaschen gehabt. Hat er da so Wodka reingetan, ein bisschen Red Bull reingetan. Dann hat er sich umgedreht, hat aus der Hose sein Ding genommen und hat das in den Glas reingesteckt. Nein, und hat damit so ein bisschen umgerührt, hat dann nochmal so reingespuckt. Dann hat er sich umgedreht und gelacht und hat das Mädchen den Drink gegeben. Und dann meinte er so zu mir: Geil, ne? Geil, ne? Hat er sich selber abgefeiert. Boah, Bruder, also man kann das nur bestätigen. Farid ist echt ein asozialer Marokkaner. Okay, alles klar. Der so hat es die Geschichte nicht, aber er hat einfach Christian hieß der, und der Chanteur hat gesagt: Du hast jetzt hier stehen. Und er sagt: Was ist denn? Und dann hat er den immer gesagt: Guck mal, der sieht aus wie Summer Jam, Bruder. Ey, Luke! Skywalker. Hallo, hallo, Luke. Ah, wir haben einen, super, super, super. Ja, und dann hat er ist hingegangen zu dem, hat ihn von hinten ans Bein gepinkelt. Dann hat er gesagt: Du bewegst dich nicht, sonst pfeffer ich dir eine. Und dann musste der stehen bleiben. Und dann hat er den sonst reingepinkelt und ist er rausgegangen. Und was habt ihr für Freunde? Was ist mit Kranke, euch los, Alter? Solinger, alles Kranke. Und dann sagte der so, und dann ist er rausgegangen und sagte: Was ist passiert? Und dann sagt er: Ist ein Glas umgeschmissen. Sag die Wahrheit. So, du hast dich angepinkelt. Ey, geil. Ja, von damals gibt es immer die besten Geschichten. Ne? Ja, die besten Geschichten. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Aber was mich noch interessiert, deine Arbeit, das ist das Wichtigste. Es ist ja tatsächlich so, wenn man heute erfolgreich sein will, so wie du, dann kann man nicht nur gute Musik machen, man muss auch ein Geschäftsmann sein, ein richtiger Businessmann. Mhm. Social Media muss gepflegt werden, auch Produkte, Merchandise, 50, ihr arbeitet mit 50 Cent und SMS und den Kopfhörern zusammen. Du hast ein Special mitgebracht, das müssen wir mal zeigen. Mach ich mal, oder? Mach mal. Mach ich am besten. Mhm. Wie viele Fans hast du eigentlich auf Facebook? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, letzte Woche habe ich geschaut, da waren es 850. Boah, krass, das ist ja mittlerweile...
Wer das, mittlerweile ist das ja so voll die Messgröße geworden. Nicht wie viele CDs du verkaufst, auch natürlich, aber auch mittlerweile so wie viele Fans hat man auf Facebook. Das war ja früher aber nicht so. Aber ich bild mir, man muss da schon mehrere Faktoren mit dazu zählen. Mhm. Also ich kenne auch viele Leute, die haben mehr Likes, verkaufen nicht viel. Und ich kenne Leute, die haben wenig Likes, spielen aber volle Konzerte. Ich glaube, das ist der Punkt. So. Ich kenne auch Leute, die nicht haben um die Likes. Sondern, wie aktiv die auch sind, ne? Ja, voll. Genau, also wenn es jetzt um die Likes gehen würde, dann können unsere Truppe mit Majo, Farid und mir und Jam und wir können uns darauf schon viel einbilden, aber auf unsere Konzerte kommen halt wirklich auch viele Leute und wir verkaufen auch genug Platten, um oben mitzuspielen. Und nicht nur genug Platten, ihr habt ja auch eigene Kopfhörer, habe ich jetzt gesehen. Ne? Hier, die habe ich gerade hier, das sind diese SMS-Audio. Das sind die Standard-SMS-Audio-Kopfhörer. Ja. Die wir gerne privat auch sehr gerne nutzen. Ich pack die mal aus. Das sind die neuen Dinger von 50 halt, die in Europa auch auf den Markt kommen. Und wir sind echt sehr zufrieden damit. Unser DJ nutzt die auch in seinen Live-Shows und wir sind da also wirklich, wir sind ja Sound, wir sind soundmäßig audiophil, sehr gut, sehr verwöhnt. So, Audio-Experten. Weißt du? Audiophile. Genau, deswegen. Das doch. Alter. Wie sind die es verpackt haben hier. Die klingen doch besser als die Drakes. Immer übersicher. Ich finde die besser als die Drakes. Ja. Ich finde die besser als die. Wobei ich die Drakes auch gut finde, aber nein, ich finde die halt ich find schon die geil. Halt besser geil gemacht. Auf dem sehr hohen Niveau, aber. Muss vom Preis-Leistungsfaktor. Das ist auch das Ding, ne? Wir haben ja momentan quasi diese Revolution-Box hier, ne? Da ist ja auch der Kopfhörer mit drin, ne? Unter anderem. Und was kostet die Box? Nein. Das ist in der Revolutionsbox gibt es die Kopfhörer. Hier bei uns exklusiv jetzt. Ah, okay. Bei uns gibt's exklusiv. Nur heute, weißt du doch. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, warum bin ich eigentlich rausgeschnitten? Guck mal, da sind die, ne? Das kriege ich ja auch über meinen Quadratschädel eigentlich. Ja, korrekt, also, das sage ich. Du hast eigene Kamera für dich. Guck mal hier mit Kabel, alles dabei. Mhm. Eigentlich muss man. Weißt du, was behindert ist? Man kann jetzt. Es gibt bald auch. Kann die leider jetzt nicht anhören. Gebrandet mit Banger-Musik. Wie kosten die normalerweise, wenn du die draußen kaufen willst? Die kommen bald. Hä? Die kommen bald. Nemo? Die kosten 169. Die kommen bald. 169 kosten die normalerweise. Ey, lass mal 100, kurz bei Manny bei. Ist das jetzt dein Ernst? 169? Die kosten so gar nichts! Naja. Nein, pass auf. Die kosten normalerweise kosten die 169. Und ich möchte mal demonstrieren, wie stabil die sind. Und wer mal einen Dre-Kopfhörer in der Hand hatte und der einmal fallen gelassen wird, muss da echt mit aufpassen. Die Dinger Die sind echt. Sind der Hammer. Und die Box kostet das ganze Package. Also nur der Kopfhörer kostet bei Amazon. Das ist auch 169, ne? Dieses Leder ist auch aus echtem Schlangenleder. Also wir haben die bei uns im Many Buy Store für 129, sehe ich gerade. Mhm. Also das ganze Package. Und was ist in dem Package drin für 129? Für 129 gibt es die Kopfhörer. Ich habe jetzt noch nichts anderes im Many Buy Store gefunden. Also ich weiß, dass das Package komplett kostet. Also die kommt bestimmt gleich rein. Inklusive T-Shirt, CD, das war und DVD. Genau, und Autogrammkarte. Ach, genau. Hier, Mann, das Poster habe ich hier. Das Poster noch dabei. Ich meine Kamera haben irgendwo. Das noch nur unterschrieben, kostet zusammen heute auf Many Buy 129 Euro. Und der Kopfhörer alleine normalerweise 169 kostet. Hammer. Hier, das Poster habe ich auch nochmal für irgendeine Kamera, die das interessiert. Das Poster ist geil. Das ist ein Poster vom Album von letztes Jahr. Also Banger Rebellieren. Warum gibst du mir das? Was habe ich denn hier sonst noch so? Ist das nur das? Ist doch eine schöne Erinnerung, Bruder. Ja, und das musst du halt schön unterschreiben, das gehört alles zum Package dabei. Und so, wenn da noch Banger-Musik draufsteht, dann Porno. Ist einfach, das ist einfach zu viel. Halt mal rein, damit die wissen, was geht. Könnt ihr auch gar nicht verarbeiten, meines Erachtens nach. Das Angebot ist Knaller. Und jetzt musst du mir noch was erklären, kurz, Casey. Ihr habt ja zwei Editionen von euren CDs hier. Ne? Also auch bei Farid und so ist das ja auch so. Und ihr habt ja immer mehrere. Ich habe sogar vier Editionen. Ah, ja? Ich habe fünf Editionen. Boah, jetzt überfordere mich doch nicht jetzt hier. Fünf Editionen. Und was ist der Unterschied? Also ich habe hier zwei Stück. Ich habe jetzt die beiden. Ja, okay. Das ist nämlich in deiner linken Hand von der Kameraperspektive. Von der ich wackel damit. Rechner. Wenn die Kamera mal da drauf kommt, dann kann ich. Das ist die Standard-Edition. Ja. Da sind alle Albumsongs drauf. Mhm. Auf dem vergoldeten Bilderrahmen. Diese? Ja, das ist die Premium-Edition. Inklusive High One DVD. Genau, das heißt jetzt. High One DVD. Es geht da darum, dass ich einen Jungen namens Marcel Pramschöfer in 7 Tagen zu einem Haiwan-Schule. Was ist ein Haiwan? Haiwan ist guck mal, der Typ, der da auf dem Dings ist. Das ist mal groß, mach mal. Eine Bestie. Ein Typ, der sich daneben benimmt. Ein Typ, der sich daneben benimmt und. So ein Viech. Ja, so. Tier, monstermäßig. Wenn du was total Behindertes, Banales machst, dann sagst du halt, was ist das denn für ein Haiwan? So wie Ochse-mäßig?
aber genau, ey, Bruder, du weißt doch am besten, was Haiwan ist. Ja, normal, aber damit die auch die Dings zuhören. Ich verstehe es nicht beispielsweise richtig. Ja, für ihn zum Beispiel. Für mich, für, den, also für die Randgruppe gerade. Ja, guck mal, mein Cousin, der in die Disco gepinkelt hat. Der ist ein Haiwan. Der ist ein Haiwan. Okay. So. Aber ich fand das auch geil, wie Summer mit den Händen da gegessen hat. In das war Videoclip. Ich. Aber warst du das? War ja, das nicht ich Summer? Ich hab mit den Händen gegessen. Nee, nee, ich hab mit den Händen gegessen. Ja. Auf jeden Fall ist das die zweite Edition, da ist die Haiwan-DVD mit dabei. Da gibt es noch eine Deluxe-Edition. Und in der Deluxe-Edition, meine Freunde, da ist ein besonderes Gewinnspiel halt noch mit inbehalten. Plus drei exklusive Songs. Geil. Dann gibt es noch die Amazon-Edition. Da war halt dieses Trikot mit drin. Ja. Da war ein Revolutionsposter mit drin, Sticker, Aufkleber und ich weiß nicht. Da ich habe gerade Infos bekommen, die Artikel werden gerade frisch reingestellt hier bei mir. Ich würde das gerne mal kurz Wahnsinn. Den Zuhörern zeigen und Zuschauern. Oh. Ah, egal, Rand, Kollateralschaden heißt das doch. Kann die Regie einmal kurz hier auf den, genau, auf den Rechner schalten? Ich bin jetzt schon auf manybuy.com, ich gehe da aber nochmal drauf, für alle, die es interessiert. Ist das die Seite? Mhm, genau. Oh, manybuy.com. Und hier haben wir auch schon so vorgefertigte Kategorien. So da kann man sich schon mal ja. sehen, warte, dir Beauty und Wellness, wenn du dich mal lange nicht gewaschen hast, Haarpflege, Styling, kannst du mal die boah, das ist ja richtig alles Kauleiste wieder alle fresh machen. Aufgelistet. Wenn ja, ich aber weiß, was ich suche, kann ich da einfach jetzt mal KC Rebell eingeben. Da bin ich. Da bist yeah, du, Mann. Ja, ne? Zeitversetzt, aber läuft. Und jetzt haben wir hier eine Cherry-Tastatur, die hat nichts mit dir zu tun, da kommt aber KC vor. Die normale Edition von der Revolution, das war für 1,99. Nice price. Und die Haiwan Premium Edition für 13,99. Manybuy. So günstig. Und guck mal, der Kopfhörer für 129. Wenn wir mal gucken, was bei Amazon geht mit dem Kopfhörer. Warte mal, SMS. Hacker. Wie heißt der? SMS. SMS Audio BLK. Yeah. Guck mal, und ich weiß das nicht, was bin ich für ein Mensch. Online. Nein, nichts gebraucht, nichts gebraucht. Arbeitet Amazon nicht auch mit der NSA zusammen? Leiten die nicht immer Daten weiter, ne? Habe ich gehört. Hier 149 Euro, guck mal, ja. Kannst einen Zwacken sparen. Von dem Zwacken kannst du dir so eine Revolutionsgeschichte stellen. Ne, eine und für den Rest gehst du Döner essen. Bruder. Mit Ayran. Damit du auch Haiwan wirst. Siehst du? Alter. Aber erst nach ja. Iftar, kannst du jetzt noch nicht. Genau. Ja, jetzt geht noch nicht. Ja. Aber wie viel Uhr? Um 21:59 Uhr. 10 vor 10 so. Ja. Also 10:59 Uhr. Ja. Wird später immer? Hä? Wird später gerade immer? Also gestern waren es 21:55 Uhr. Wie genau? Genau. Jetzt 59? Nee, ich weiß es nicht. Ach so. Da musst du mal ich habe 59, habe ich jetzt. Egal, ist um 10, keine Kopfschmerzen. Ja. Lieber, wenn du einen Tag kannst, kannst du auch lassen. Keiner weiß, wovon wir reden. Ist auch egal. Ist schon. Kilominari. So, wir haben einen Webcam-User, eine Fanfrage sozusagen. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hi, hört ihr mich? Wir hören nichts. Ihr hört gar nichts? Chef, hast du eine Frage? Hallo? Ja. Ja. Wann kann man Crazy Rebel mal irgendwo live sehen? Was hast du gesagt nochmal? Ich hab nichts verstanden im Studio. Kann man nicht live sehen? Wo kann man nicht live sehen? Da. Nein. Auf Manybuy. Den ich so auf mich live ja, natürlich, geht immer um dich. Ach so, ich habe gerade frisch eine Tour gespielt. Wo bist du? Ich habe gerade frisch eine Tour gespielt und und wenn du nicht auf Tour warst, ich weiß nicht, wir waren in 20 Städten oder so. Wir waren überall. Was waren denn die größten Städte? Ja, die A-Städte, ne? Hamburg, Köln und diese ganzen Stuttgart, Frankfurt, München. Aber zwischendurch kriegst du da nicht nur Tour und zwischendurch mal... Doch, doch. Und ich bin jetzt gerade auf Clubtour. Also ich bin jeden Freitag, jeden Samstag bin ich in den Discos unterwegs am Auftreten. Mein lieber Freund, komm doch mal vorbei. Hast du eine Internetseite, wo man das checken kann? Dein Bart ist gerade so Dings. Der sieht noch so frisch aus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du alt genug bist. Komm vorbei. Bei den Clubshows. Welche ist denn deine nächste Clubshow? Du weißt, was ich meine. Diese Schamhaarbart. Auf jeden Fall, der arme Junge. Ja, auf jeden Fall. Bruder, komm vorbei zu den Clubshows. Bist du gerne herzlich eingeladen. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Komm, ich schreibe dich irgendwo auf die Liste. Lukas. Wie heißt du? Lukas. Lukas? Lukas, ja. Lukas, woher kommst du? Genau. Was? Solingen. Aus Solingen? Guck mal, der ist ja um die Ecke, ne? Wo bin ich Lukas aus Solingen. Ja. Ich, weißt du was? Im für den Lukas, der kriegt eine hiervon geschenkt. Der kriegt die zugeschickt, aber du musst genau, unterschreiben. Genau, Lukas, du bekommst mein Album. Hast du dir mein Album gekauft, Lukas? Revolution? Revolution, ja. Hat er gekauft? Ja. Hast du gekauft? Mach jetzt nicht, als ob die Leitung stört. Ich hab's nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Er hat gekauft auf Manibar. Guck mal, ob du gekauft hast oder nicht, spielt gar keine Rolle. Du hast gekauft auf Manibar. Ja. Oder so. Stelle hat er gekauft. Lukas, du bist mach ihn mal fertig. Einmal unterschreiben. Da ich auch aus Solingen komme, bin ich dir nach Hause vorbei, Lukas, ne? Lukas, Foto mit Kaufbeleg. Ja, dann schick dir meine Adresse. Ja, genau, schick die Adresse, ich werde das jetzt unterschreiben. Auch wenn du das gekauft hast, dann schenkst du das halt deiner Schwester oder so. Ne, was für Schwester schenken? In Regal tun, eingepackt lassen. Eingepackt. Sammlerwert. Ja, machst du so, ich unterschreibe das gleich, ja? Versprochen, ich unterschreibe das gleich. Lukas. Haben wir Edding hier? Ja, haben wir. Lukas, schick die, deine Adresse an info@manipie.de. Wir schicken dir dann die CD zu, ne? Okay. Mal gibst du mir mal die Kopfhörer. Wenn ich weiß, ich fahre eh gleich auf Solingen, kann ich sie in den Briefkasten schmeißen. Solingermann. Trick. Lukas. Und Lukas, steck die Nase raus von YouPorn und so. Ich sehe das doch schon an deinem. Wo du recht hast, hast du recht. Ich sehe das schon. Du bist so ein richtiger Ding. Ola, gib mir mal kurz die Kopfhörer. Okay, okay, ne, Lukas. Da. Da, wir sehen ja, sagt man, ne? Ciao. Ciao. So. Wahnsinn. Wisst ihr, warum ich die ganze Zeit so mache? Nee, was ist das? Ich war vorhin in Düsseldorf und da wurde ich im Auto drauf angesprochen, ob ich Illuminat bin. Boah, dann haben wir die ganze Zeit so, haben wir uns so kaputt gelacht die ganze Zeit. Mhm. Und seitdem habe ich das drin. Wo haben wir denn den Stift hier? Illuminati. Da kommt der geflogen. Ich hab, ich hatte auch letztens... Sparen, immer sparen. Bist du auch Illuminati? Immer die Kopfhörer, ich bin Ben Freimaurer. Also du bist aber, gehörst dazu. Ich würde gerne dazugehören. Ich nehme dich rein. Nimmst du rein? Perfekt, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, ne? Obama ist ja Freimaurer und Illuminati, ne? Also von daher, die Erleuchteten. Obama kicken wir einfach raus. Wohin fahren die denn immer in Urlaub, wenn die in Urlaub fahren? Die Illuminaten? Ja. Die Illuminaten. Weil die können ja nirgendwo hin eigentlich, ne? Doch, die können überall hin. Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Hä? Wo fahren die Illuminaten hin? Weiß Guck mal, aber wenn die in Urlaub fahren, ne? Müssen die doch auch mal Mucke hören, irgendwie am Strand, oder nicht? Oh, jetzt kommt die perfekte Überleitung. Jetzt kommt, du musst gar nicht sprechen, ich kann es auch alleine machen. Na, mach doch, Bruder. Warte, ich habe eine perfektere Überleitung. Meinst du, die Illuminaten waren schon mal vor Gericht? Boah, Bruder, die haben das Gericht gemacht. Meinst du, die wurden schon mal angehört? Angehört? Weiß ich nicht. Gab es eine Anhörung? Vielleicht haben wir ja heute ja die Premiere der Anhörung. Ja, und meinst du, dass diese Anhörung über so eine Boombox gemacht wird? Das kann man eventuell machen, ne? Die haben wir auch bei uns, ne? Ja? Guck mal, mit dem wichtigsten, aller wichtigsten Logos auch da drauf. Banger! Und zwar nämlich Banger-Musik. Ich hätte gerne eine Kamera da drauf. Ich halte das so ins Leere, habe ich das Gefühl. Guck mal, korrekt. Kriegt man das gezoomt hier in mein Gesicht? Guck mal, da kriegt der Frank nochmal ein Halleluja von mir. Weil der Frank so. Alles zahlt, das ist nämlich eine richtig coole Box, die hat so einen Akku, kann man aufladen und da kannst du dein Telefon mit verbinden, hast du so Freisprechgedönse mit drin, das ist ganz cool. Du kannst halt die Mucke unterwegs mit hören, ist gerade am Strand und so entspannt. Haben wir auch bei uns im Manibuy Store, findest du unter Boomin Soundbox, musst du mal eingeben. Boomin Soundbox. Einfach in die Suche eingeben. Guck mal da drauf. Kam eigentlich auch die CD von Frank im Manibuy Store? Der Frank singt ja auch. Ausverkauft. Ist ausverkauft? CD ist ausverkauft? Schade. Aber würdest du so ein Kollabo machen, Frank? So was ganz Krankes mal? So mit einem Schlagersänger oder so? Mit Helene Fischer? Ja, mit Helene Fischer auf jeden Fall. Aber das ist ja... Ja, auf jeden Fall. Mit Helene Fischer sofort. Aber Helene Fischer ist auch unglaublich, Alter. Warum? Ja, weil die hat diesen Schlager-Ding hier in Deutschland, die hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Mit bisschen Sexappeal, mit Tanzen, mit gut Aussehen dabei. Und da meinte der Frank, will ja auch in die gleiche Kerbe schlagen. Meinst du, er schafft das? Aber er hatte genauso viel Platten verkauft wie Helene Fischer. Echt, ja? Ja. Also Frank, ich weiß nicht, mit seinem Aussehen, der sieht auf jeden Fall hart danach aus, als ob der so um 2000 bis 2005 rum mit Callcenter die Millionen gemacht hat. Aber mit was für ein Produkt denn? Der zahlt meine Rechnung. Das könnte so richtig das SKL-Bild sein. High One, der Callcenter-Branche. Haben wir Applaus für Frank einmal hier. Nein, das ist der Teleshopping-König. Du hast nie geguckt, ne? Spirulina. Wie findest du Manibuy eigentlich so im Gesamten? Du hast das ja schon mal probiert, ne? Manibuy ist auf jeden Fall richtig krass. Und ja, nicht nur weil ich hier bin. Nur weil du hier bist. Taiwan. Nur weil du hier bist, sind wir krass. Ansonsten sind wir nichts. Gar nichts. Luft. Warum Wasser. Sagst du so, Bruder? Nein, also weil das so ist. Ich meine, das Konzept also man braucht, ist ja. Man braucht sich ja jetzt hier nicht links anlügen. Die Leute, die Manibuy machen, sind Leute, die ich kenne. Und
ich finde das Konzept einfach sehr gut, wirklich. Plus, ich weiß halt, dass diese Leute nie etwas machen, was keine Hand und Fuß hat. Ne? Und der Rahmen, wie das hier stattfindet, auch der Entertainment-Faktor hier, ist unglaublich gut. Deswegen bin ich hier. Ich wäre ja nicht gekommen, wenn es nicht cool wäre. Ich bin ja auch jetzt hier nicht so ein anderer Schwanzlutscher-Rapper, der auf Platz 50 chartet oder so. Ich bin auf 1 gegangen, komm hier hin, also hat das doch auch was zu bedeuten. Oder nicht, meine Freunde? So kann man das ganz einfach. KCAB hat gesprochen. KCAB hat gesprochen. Korrekt, so, ich finde, das war wie so eine Anhörung. War? Ja. Eigentlich geht noch ein bisschen mehr, meinst oder? Du, geht noch ein bisschen mehr? Ja, aber was fragen wir denn? Was fragen wir denn? Ich höre gerade, wir haben wieder einen Webcam-User. Sonst machen wir kurz Video. Aber machen wir kurz Video. Wir können auch ein Video gucken, ne? Was haben wir denn noch? Webcam-User, bleib dran, wir kommen gleich zu dir. Dings, zu spät. Warum werde ich hier nicht gefilmt? Warum wirst du die ganze Zeit gefilmt? Weil ich bin hässlich, ich will mich gar nicht. Guck mal, ich aussehe. Mit wir machen das Video so. Rein und danach machen wir nur noch eine Einstellung. Ja, nur noch Casey. Krass. Ja, wir haben gerade eine Feststellung gehabt. Weißt du, was ich gut finde? Guck mal, was haben wir hier? Die Feststellung, dass Judy, der gerade auf dem Song gesungen hat, genauso aussieht wie James Franco. Für alle, die James Franco nicht kennen, das ist der Freund von Peter Parker bei Spider-Man. Hammer, krass. Der sieht original so aus, ne? Richtig, eins zu eins. Was ich Hammer finde, wir haben so ein Ding wie High One gerade gehört, ne? Das ist so lustig, dies und das, aber das ist ja ernst, das ist ja mit Message so. Ja. Ich finde das gut, dass man so, dass es so einen Kontrast gibt, weil viele Leute mal sagen, ja, die machen nur Plastikmusik, so, weißt du? Aber das ist, ich finde das geil, dass das so eine Reibung hat, weißt du? Dass man sagen kann, ja, die machen sowas, aber die können auch sowas machen. So das deep. Ist bei mir total wichtig, wenn ich danach gefragt werde, wonach wählst du deine Singles aus? Ja. Dann, ich habe da nicht so ein besonderes Muster, was ich verfolge, nur ich möchte facettenreich erscheinen. Ich will, dass die Leute wissen, dass ich das mache, dies mache. Und verschiedene Sachen machen kann. Im Chat fragen die gerade, wann du denn wieder auf Tour bist, das nächste Mal. Wo kann man dich das nächste Mal treffen? Clubtour, ne? Wie gesagt, also wir waren schon auf Tour. Hm? Ich werde natürlich wieder auf Tour gehen, aber erst nächstes Jahr wird es wieder so eine große Tour geben. Und zwar, okay, da verrate ich noch nichts. Werdet ihr dann mittlerweile mit der Zeit dann noch... Wo können Leute das denn verfolgen? Du hast auf meiner Facebook-Seite. 850.000 also, Likes, richtig genau, rein. Casey Rebel auf Facebook oder auf Instagram Rebel45. Da könnt ihr alles mitverfolgen. Ansonsten kommt auf die Clubshows. Die Clubshows sind Hammer. Ne? Also das macht richtig Spaß. Hitzige Atmosphäre. Mhm. Einer fragt dir gerade im Chat, was du am liebsten isst. Dein Lieblingsgericht. Gericht? Also ich mag Döner schon richtig krass. Döner, Lamm oder Hähnchen? Lamm. So Salat komplett oder was? Aber was willst du denn? Wo willst du denn was kochen? Was ist los mit dir? Nee, das ist doch Salat komplett. Weil, keine Ahnung, du wirst satt, du hast Salat drin, du hast Fleisch drin, du hast Brot drin, du hast Soße drin. Aber was mag ich denn noch? Ich mag. Was mag ich? Genau. Jetzt ist mir nämlich eingefallen. Was kommt? Garnelen. Garnelen? Genau. Scampi. Und zwar, ich habe einen Cousin, den Profiboxer, den Agit Kabayel, und wir haben uns vor 4-5 Jahren. Wo er mit seinem Boxen ganz am Anfang war und ich mit meiner Rap-Karriere am Anfang war, haben wir uns einen Handschlag gegeben und haben uns ein Wort gegeben. Und zwar, unser Ziel ist es, 7 Tage die Woche Garnelen zu essen. Und das haben wir durchgezogen. Wir essen jeden Tag Garnelen. Jeden Tag? Krass. Hast du heute schon Garnelen gegessen? Genau, das ist ein Statussymbol. Nicht, dass er selbst nicht einmal die Woche Garnelen wirst. Nicht zweimal die Woche. Nicht dreimal die Woche. 7 Tage die Woche. Jeden Tag Garnelen. Aber jetzt, komm, wenn du jeden Tag Garnelen isst, ne? Musst du ja auch eine Frau haben, die damit klarkommt. Hast du eine Freundin oder bist du so alleine unterwegs? Nee, ich bin alleine unterwegs. Besser, ne? Ja, keine Kopfschmerzen. Ja, Mann. Ich kenne das. Aber 7 Tage, das ist viel Eiweiß. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, darüber wollen wir nicht sprechen. Der Frank sagt, dass die Mädels im Chat sich hier Hoffnung machen könnten. Ja, dann, keine Ahnung. Nach dieser Aussage. Aber haben wir auch nichts mit zu tun. Da haben wir nichts mit zu tun. Mit dieser Hoffnung. Wir haben auch den Mola, haben wir auch hier. Ja, der ist doch viel süßer. Zu alt. Der ist Single, oder? Du bist doch Single, oder nicht? Sag nächste Frage. Süß wie Nutella, das haben wir. Sweet like chocolate, boy. Sweet like chocolate. Ich bin solo. Was willst du? Solo. Ich bin, aber nicht zu haben. Ich bin zurzeit, ich wollte gerade sagen, inkontinent. Du bist reserviert. Reserviert. Hast du jemanden, den du flachsen willst, so richtig, der dir richtig auf den Sack gegangen ist die letzten Monate oder so? Boah, ey, der Agit geht mir nur auf den Sack. Was macht der denn so? Aber, du hast als Profiboxer, ich rufe den nicht an, der haut mich weg, wenn ich anrufe. Ey, der ist schlimm. Der ist schlimm? Nein, der ist natürlich, der hat auch Sinn für Humor, aber der ist schlimm. Aber sehr anstrengender Mensch. Weißt du, was der macht? Was ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Wir sind auf dem Weg nach Istanbul, wir sitzen im Flieger,
Dann steht der, dann gibt's da so vielleicht im ganzen Flieger 4, 5 freie Plätze. Dann steht der da so auf und koordiniert die Leute. Geiler Typ. Sagt gib mal so, seine Nummer. Ey, komm, gib mal seine setz Nummer. Setz dich mal dahin. Und dann geht er zum anderen, setz dich mal dahin. Und sein Ziel ist es dabei, eine Reihe mit drei, also so mit drei Sitzen, eine Reihe frei zu kriegen, damit er sich hinlegen kann. Und wenn die Leute dann sagen, nee, ich möchte hier bleiben und so, dann fängt er an, so ruppig zu werden. Sagt er so, was ist los mit dir, Mann? Was ist los mit dir? Setz dich um, was? Fängst du gleich ein? Gib mal die Nummer. Aber wir können schon. Ich hab schon. Hast du die Nummer schon? Hast du berufen? Ja, haben wir schon geklärt hier. Warte mal ganz kurz. Guck mal, das Ding ist halt, ich muss ein bisschen was über den wissen. Der ist Boxer. Ja? Der ist Boxer, der heißt Agit. Der wohnt in Wattenscheid. Ja? Ne, Bochum. Nicht zu viel, weil hier hören viele Leute zu. Ist egal, der wohnt in Bochum-Wattenscheid. Bitte, wenn die Leute aus Bochum-Wattenscheid, haut den auf die Schnauze, nicht. Wenn ihr den seht. Hör auf! Haut den auf die Schnauze. Bochum-Wattenscheid, Agit, Boxer. Okay, alles klar. Und der ist ja mein Cousin, ne? Für alle die das noch nicht gerafft haben, was ich jetzt mache, ich rufe den jetzt an. Wir haben immer jemanden, den wir anrufen, was den wir ein bisschen flachsen. Wen soll ich machen? Guck mal, ich kann viele Charaktere so nachmachen, viele Nationalitäten. Ich kann so einen Deutschen machen, der Polizei anruft. Ich kann einen Marokkaner machen, der den geflaxt hat. Einen Schwarzen, der den geflaxt hat. Irgendwas. Keine Ahnung. Mach Griechen. Wie steht der zu Griechen? Er ist Türke oder? Ja, ne? Diese Kurden. Kurden. Yeah. Ja. Grieche hat keine Ahnung. Grieche für Griechen sind alle. Grieche will den boxen, weißt Schwarzen? Du? Schwarzen. Okay, alles klar. Bruder, der Agit ist asozial. Komm. Nein, Mann, der Agit gib mal die Nummer. Halt mal die Nummer hoch. Geht der Disco manchmal, Bruder? Hä? Geht der manchmal feiern, Disco? Nee, eher nicht. Auch nicht so ab und zu einmal im Jahr oder so? Nee, das ist ja nur am Trainieren. Okay. Sag ihm, dass du mit ihm... Ich hab Scheiße verwählt. Oh Mann. Boah, ist das, ey, was ist das? Voll Bosch. Minus. Halt nochmal hoch, Asabe. Das ist ein ganz stabiler Typ, der hält das gerade hoch. Ich darf seinen Namen nicht sagen. Aber man kennt den. Wer aufgepasst hat bei den Videos, der ist immer als letztes dieser Name da eingeblendet. Mo. Mein Manager, der Mo. Der ist nicht Mo, ist zart. Mo, zart. Zart, ganz zart. Und Ralle. Ralle. Ober Ralle. King Ralle. Ralle, ja, ja, ja. Banger Music. Ralle, hör mal, was ist hier los? Das Lautsprecher. Agit heißt der, ne? Bochum-Wattenscheid war das, ne? Boxer. Hallo. Die Brudermann, was ist los mit dir? Hallo? Agit, my friend, hier ist June. Do you remember me? Wer ist das? June, ich bin dein Freund von Training. Du hast mir eine richtig in die Fresse geschlagen. Liste mal. Wer ist denn da? June, vom Essen. Vom Essen, Haarzupf. Wie ist June? Kein Problem, alles gut. Aber ich habe dir eine dicke, fette Anzeige gemacht. Weil du hast mir... Du hast meine Nase im Bein gebrochen, Bruder. Kein Problem, Bruder. Nein, ist ein Problem, weil die schicken dir eine dicke, fette Schadensersatzrechnung. Für Schmerzensgeld. Ich habe dir gesagt, du wolltest nicht an dein Telefon gehen. Und after the training, kannst du dich erinnern? Pam, pam, you give me the left punch, the right punch, front to back. Und dann... Ich habe gesagt, ich will diesen Arschloch kriegen. Ich fange diesen Mann. Und dann habe ich gesagt, nee, besser, ich mache erst den Anwalt und dann ich komme. Sag mal, wo bist du jetzt bitte? Ich komme zu dir jetzt. Nein, erst Anwalt. Besser erst Anwalt. Erst machst du mich so kaputt. Ich bring den Brief zu dir jetzt und danach ich gebe dir einen richtigen Punch in dein Face. Einen Jab from the King. Du brauchst nicht zu lachen, du bist Europameister in Boxen und so, aber ich habe keine Angst vor dir. Du hast mich schon einmal geschlagen und ich habe dich überlebt. Hey. Ja, rede mit mir, du Blutmann. Du kommst von Ghana? Ugwakwa Afro, nette dir sich, Atisiabo. I'm from Ghana originally. Guck mal, sag mal jetzt, wo du bist, ich komme zu dir, yes. Komm, Krei. Die Bochum, Krei, ich komm dahin. Ja, okay. Gib mal dein Adresse erstmal. Soll ich fahren mit Taxi bis auf 50 Euro, musst du auch noch bezahlen. Ich mach dich sowieso arm, du Arschloch. Okay. Du brauchst gar nicht zu lachen. Arschloch, guck mal, ich komm gleich mit meiner Freund und dann wirst du sehen, Arschloch und diese Lacherei. Kannst du weiter lachen? Kannst du deine Freunde holen mit diese dicke Metall in deinen Boxhandschuhe? Hey, bist du Schwarzer? Hast du was gegen schwarze Leute? Hast du gerade Nigger gesagt? Ja, ich hab Hast du Nigger gesagt? Du? Ja. Ich komm zu dir.
Und ich sag nicht die böse Worte, ich gebe dir direkt eine in deine Fresse. Du bist Neger. Ja? Warte ab, wenn du siehst den nächsten Black Man, die gibt dir ein Pow. Dieser, don't talk like that to me. Don't talk like that to me. Du bist eine Buse, ein ganz Buse, ein Buse Disrespect Mensch. Ja, du hast gesehen die Black Mamba, hast du gesehen bei Training, hä? Hab ich gehabt die Black Mamba in Hose, hast du gesehen, hä? Aber gleich lachst du nicht mehr, wenn ich dir bringe diese Brief von 6.000 Euro. Dann du bist arm, dein Kampfgeld gehört mir und dein Nase auch. Nee. Du bist eine Neger. Du bist eine große Arschloch. Du bist eine Neger. Guck mal, ich komm gleich mit die ganze Mini-Bite-Team und dann machen wir mit dir eine richtige High-One-Aktion. Kannst du sehen, dann richtig von John von Ghana. Du Racist, Mann. Ja, ich komm mit Polizei, alleine bringt gar nichts. Okay, komm mit Polizei, du Nigger. Du bist eine große Arschloch. I don't want to talk to you anymore. Pass auf vor die schwarze Mann im Dunkel. Bis später. Oh. Du hast zu cool mit dem geredet. Bruder, ich wollte dir nicht beleidigen, das ist dein Cousin. Ich kann doch nicht so zu dem sagen. Nein, hättest du einfach nur irgendwas. Das Ding ist, ich hab nicht die Sicherheit, dass du danach klärst. Nachher haut er mich weg, der ist Boxer, Bruder. Guck mich Boxer an, guck meine Arme an, ich brauch Zeck Plus, Bruder. Aber war auf alle Fälle sehr witzig. Oh, ihr seid verrückt, ja. Ey, wir sind schon wieder wir sind schon wieder maßlos, hier, ne? Am Ende maßlos drüber. Wir haben jetzt... Super. Aber, danke, dass Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ja, Killer. Killer Sachen, die du uns mitgebracht hast. Das geben wir, wie hieß der eine Anrufer nochmal? Lukas Abe. Lukas Abe kriegt CD auf jeden Fall. Unterschrieben, ne? Wir haben, zeig mal die Kamera. Die eine Dame haben wir nicht mehr am Start, glaube ich. Die hatte auch eine 56K-Leitung. Ja, hat nicht funktioniert. Ansonsten ist ganz klar, ihr geht bitte alle auf Facebook, unsere Zuseher, ne? Gebt auch Casey Rebel ein, da kriegt ihr ganze Informationen. Am Start, Casey, Clubtour dieses Jahr noch, nächstes Jahr kommt wieder was Großes. Ich bin die ganze Zeit, wenn ich durchgehend unterwegs. Termin? Hast du den nächsten Termin schon? Nächster Termin ist, glaube ich, in Lingen oder in Bremen, ich weiß es nicht. Ich bin es sowieso am Posten, folgt mir auf Instagram. Wie hieß du auf Instagram nochmal? Rebel45. Kann man dann Rebel sehen, direkt. Genau, Facebook, Casey Rebel am Start. Und dann seid ihr sowieso, egal was mit mir zu tun hat, ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Immer auf dem neuesten Stand. Korrekt, perfekt. Hammer. Super. Hammer, danke. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat mich auch gefreut. Steh mal auf, ich komme, sag mal ciao. Und so als kleinen Rausschmeißer, als Teaser spielen wir das letzte Video, ne? Come on everybody, check your body. Muss aber Regie umstellen. Mach Regie umstellen, ne? Machen wir am Ende. Nein, wir blenden jetzt aus. Wir kriegen einen riesen Applaus für Casey Rebel. Muss ich jetzt abholen? Ja, du bleibst hier, Bruder. Wir gucken noch ein entspanntes Video, so ein bisschen chillen, weißt du? Kann spät, aber kann. Aber hier, für die Regie. Manybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Manybuy.